Hi und herzlich willkommen zurück am Growberg. Mein Name ist Max, der andere Hillbilly namens Marcel ist im Urlaub. Und ja, ich wollte jetzt ein kurzes, schnelles Video drehen und dort mal die ganzen Zahlen, Werte, Gedöns erklären, die die Hersteller immer zu den Pflanzen angeben und die eigentlich auch super sinnvoll und hilfreich sind. Und wenn man sie verstanden hat, kann man sich damit echt viel und echt weit weiterhelfen. Aber leider sind die irgendwie immer nur sehr, sehr, sehr schwierig erklärt. Und bei mir hat es jetzt irgendwie auch fast 1,5 Jahre gedauert, bis ich mir endlich mal die Mühe gemacht habe, mich da ein bisschen reinzuarbeiten. Und das ist eigentlich super simpel. Und ja, die Zahlen gehen wir jetzt durch. Das nach dem Intro. So, ich habe mir hier meine kurzen Spickliste geschrieben, damit ich euch keine Scheiße erzähle. Viele Hersteller geben immer gewisse Richtwerte, gewisse Zahlen an, wenn die ihre, oder auch bei uns in der Produktbeschreibung steht das so drin, die Leuchte sowieso hat ein PPF von und ein PPFD von auf der Fläche und so und eine Effizienz von XY. Und ich wollte das jetzt einfach mal alles erklären, von vorne bis hinten. Die wichtigen Zahlen, die wir heute jetzt besprechen, die wichtigen Kennzahlen sind Paar. Gehen wir einfach nochmal durch. Kurze Zusammenfassung. Wer das weiß, kann sich die 30 Sekunden auch gedulden. PPF, was genau das ist. Dann PPFD, PPE und das war es, soweit ich weiß. Es kommen noch so Sachen wie Mikromol, Watt, Joule pro Sekunde und kriegen wir alles. Ist alles überhaupt viel weniger kompliziert, als es erstmal klingt. Fangen wir erstens an mit der Kennzahl PAR. Das ist die photosynthetisch aktive Strahlung. Photosynthetical Active Radiation ist, glaube ich, die englische wortwörtliche Übersetzung. Das bedeutet also, damit ist das komplette Licht gemeint, das für die Photosynthese relevant ist. Da fallen so Sachen wie Far Red oder wie UV fallen raus. Die sind zwar auch wichtig für die Pflanze, ohne Frage, aber nicht spezifisch für die Photosynthese, weil die Pflanze besteht aus mehr Sachen als ausschließlich Photosynthese. So, das ist also PAR. Das ist das Lichtspektrum, was für das menschliche Auge sichtbar ist, irgendwo im Wellenlängenbereich von 400 bis 700 Nanometern. Kommen wir nun zum nächsten. Das ist PPF oder der photosynthetische Photonenfluss. Photosynthetical Photon Flow, I guess, auf Englisch. Damit ist gemeint, im Prinzip jetzt auf unser Anwendungsszenario angewandt, die komplette Menge an Licht, die aus der Leuchte herauskommt. Und diese Kennzahl PPF wird angegeben mit der Einheit Mikromol pro Sekunde. Mikromol, wer das aus der Chemie kennt, ein Mol ist im Prinzip einfach nur eine Bezeichnung für ganz, 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 ganz viele Teilchen. Das könnt ihr einfach mal googeln, das ist eigentlich super einfach zu verstehen. Ein Gramm Wasser hat so und so viele Mol an Wassermolekülen, also an H2O. Und das gibt's irgendwann hat sich das mal einer ausgedacht und hat gesagt, das ist einfacher, das zu beschreiben. Dann kann man die besser vergleichen, für die verschiedenen Elementarteilchen, Atome. Das ist eine Riesenzahl, also keine Ahnung, 6 mal 10 hoch 24 oder so. Also es sind eine ganze Menge Teilchen. So, jetzt wisst ihr also, was ein Mikromol ist. Es ist im Prinzip einfach nur noch ein Multiplikator dazwischen von x Menge an Teilchen. Und pro Sekunde ist klar, wenn ich die Sekunde, also eine Sekunde leuchten lasse, kommen aus der Lampe so und so viele Photonen raus. Das im Prinzip beschreibt der Photonenfluss oder der photosynthetische Photonenfluss. Photosynthetisch ist jetzt noch wichtig, es wird dabei nur auf das Spektrum, auf das Paarspektrum geachtet, also nur auf das Spektrum zwischen 400 und 700 Nanometer. Machen wir es nochmal, falls ich jetzt den letzten auch verwirrt habe. Der photosynthetische Photonenfluss ist die Menge an Photonen im Lichtspektrum 400 bis 700 Nanometer, der pro Sekunde aus der Leuchte rauskommt. Soweit verstanden? Hoffentlich. Kommen wir nun zum PPFD. Jetzt wird es erstmal wieder ein bisschen einfacher. Wenn wir den PPF verstanden haben, dann ist der PPFD, photosynthetische Photonenflussdichte, oder Density auf Englisch, ist der PPF bezogen auf die Fläche eines Quadratmeters. Wieder zurück auf das Beispiel. Wir haben also vorhin herausgefunden, PPF ist
der Photonenfluss im Spektrum, im Paarspektrum, der pro Sekunde aus der Leuchte rauskommt. Und wenn ich diese Leuchte jetzt über eine Fläche hänge von einem Quadratmeter, dann habe ich den PPFD, nämlich das Licht, was aus der Leuchte rauskommt, pro Quadratmeter. Soweit verstanden? Kommen wir dann also nun zu den praktischen Beispielen. Sagen wir, wir haben eine EVO 420, supergeile Leuchte, hochwertig, ihr wisst, was wir von Sunlight halten. Diese Leuchte hat 725 Mikromol pro Sekunde PPF. Einen PPF von 725 Mikromol pro Sekunde. Wenn ich jetzt diese Leuchte also über eine Fläche von einem Quadratmeter hänge, dann habe ich einen PPFD, der wird angegeben in Mikromol pro Sekunde pro Quadratmeter, wie schon gesagt. Dann habe ich einen PPFD von 725 Mikromol pro Sekunde pro Quadratmeter. Hänge ich jetzt diese Leuchte aber in das Zelt, wo sie hingehört, nämlich in, oder wo sie gut verwendet werden könnte, nämlich in ein 120x60er Zelt, dann habe ich einen PPFD von 1007 Mikromol pro Sekunde pro Quadratmeter. Und dieser PPFD ist jetzt für euch die wichtige Einheit, wenn ihr grown wollt, weil ganz viele eben, oder wie auch wir sagen euch, jo, in der Phase sowieso, keine Ahnung, vierte Blütewoche, jetzt muss ich schätzen, 800 Mikromol ist, glaube ich, unsere Empfehlung. Ansonsten, ihr kennt die Kennzahlen, ne? Nachher in der Hochblütephase, wenn es richtig geht, Licht drauf zu ballern, dann sind es halt so 1000 Mikromol die Sekunde. In der Wachstumsphase, gegen Ende der Wachstumsphase, sind es 500 Mikromol pro Sekunde, pro Quadratmeter. Ne, immer das Quadratmeter dahinter denken, wenn es um PPFD geht. Deswegen ist es halt wichtig, sich diesen PPFD quasi selber ausrechnen zu können, insofern man den PPF von der Leuchte kennt. Und den PPF von der Leuchte kann man eigentlich immer herausfinden, wenn man danach googelt. Und dann nimmt man den PPF und teilt ihn durch die Fläche seines Zeltes. Super simpel eigentlich. Noch eine kleine Anmerkung dazu. Wenn ihr den PPFD ausrechnet, dann solltet ihr immer mit einem kleinen Verlust von vielleicht 10-20% rechnen. Das habe ich im großen Video vergessen anzusprechen. Das liegt daran, dass nicht euer ganzes Licht, was aus der Leuchte rauskommt, unten auf der Fläche ankommt, sondern es wird reflektiert, manches landet oben, es wird nicht alles von der Pflanze aufgenommen und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Das bedeutet also, wenn ihr ein PPFD von 1000 erreichen wollt mit dieser Rechnung, dann müsstet ihr euer Lampensetup so konfigurieren, dass ihr Pi mal Daumen bei 1100 rechnerischem PPFD rauskommt, weil 10% Verlust sind einfach immer irgendwie drin. Oder ihr kauft euch halt ein Quantum-Parameter spot-on hier, ne, und so und messt. Das ist natürlich immer die genaueste und beste Variante. Aber wenn ihr es rechnen möchtet, dann rechnet immer mit einem 10% Verlust, weil es kommen nicht 100% eures Lichtes unten an, wo ihr es haben wollt. Ja, so viel dann also zur EVO 420 im 120x60er Zelt. Wenn man sich jetzt die Lumatec Attis als Gegenbeispiel mal anguckt, die Lumatec Attis hat, soweit ich es herausfinden konnte, 696 Mikromol pro Sekunde. Hier eine kleine Anmerkung aus dem Schnitt. Ich habe die Zahlen für die alte Attis 300 verwendet mit 696 Mikromol. Die neue Attis 300 Pro 2,7, deswegen heißt die so, hat eine verbesserte Effizienz und hat 816 Mikromol und damit verändern sich die Zahlen alle. Ich blende es euch hier gerade nochmal ein. Im alten Video, also in dem Video, in dem großen Video, habe ich die alten Zahlen verwendet. Ändert jetzt nichts an der Rechnerei, ich wollte es nur hier der Richtigkeit halber darstellen. Die neue Attis hat 816 Mikromol bei 300 Watt und damit eine Effizienz von 2,7 Mikromol pro Joule. Wenn ich die jetzt also in ein Quadratmeterzelt hänge, habe ich 696 Mikromol pro Sekunde pro Quadratmeter in der absoluten Höchstleistung der Leuchte. Das sind so Pi mal Daumen 700 Mikromol pro Sekunde pro Quadratmeter. Das ist für die Blüte potenziell ausreichend, also es würde auf jeden Fall was drunter wachsen. Es ist aber ein bisschen dünn, wenn es darum geht, dass man das Maximum rausholen will. Aber das kommt ja auf jeden individuell an, was er haben will. Hängt man jetzt aber die Attis mit ihren 700 Mikromol in ein 80er Zelt mit nur 0,64 Quadratmetern, dann hat man nicht mehr ein PPFD von 700 Mikromol pro Sekunde pro Quadratmeter, sondern von, ich habe es nicht ausgerechnet, ich blende es euch hier ein, Mikromol pro Sekunde pro Quadratmeter. Weil die Fläche kleiner ist, die Menge an Licht bleibt aber dieselbe. Ich konzentriere also das Licht auf eine kleinere Fläche. Das ist ein bisschen so, wie wenn ihr draußen an der Sonne steht, ne, ihr steht unter der Sonne, ist okay, nach 4 Stunden hat man zwar einen Sonnenbrand, aber ist okay. Wenn man sich jetzt aber so eine riesen Lupe holt und die so über den Boden hält oder über die Pflanze, die man da so stehen hat,
dass sich das Licht konzentriert. Das habt ihr alle schon mal in irgendwelchen Kinder- und Forschungsserien gesehen. Dann hat man so einen hellen Lichtpunkt, den die Lupe erzeugt. Und dieser Lichtpunkt wird so verdammt heiß, dass man damit Sachen anzünden kann. Aber wenn ihr selber in der Sonne steht, passiert nichts. Das bedeutet, technisch gesehen, wenn ihr das Beispiel mal nimmt, erhöht ihr den PPFD, den die Sonne euch auf die eigentliche Fläche geben würde, dadurch, dass ihr das Licht auf eine viel kleinere Fläche konzentriert. Soweit verstanden? Hoffentlich. Wichtig zu wissen ist, wenn ihr sowas so ausrechnet, so wie ich es jetzt gemacht habe, dann ist das immer ein Durchschnittswert für eure Fläche. Das bedeutet, wir haben gerade eben die 1000 Mikromol von der Evo 420 im 60x120er Zelt ausgerechnet. Das ist der Durchschnittswert über die komplette Fläche. Das heißt also, ihr werdet Hotspots da drin haben. Mal gucken, ob wir sie nachher finden. Ich habe, glaube ich, die Leuchte nicht perfekt auf 30 cm. Die ganzen Angaben vom Hersteller sind meistens auf 30 cm bezogen, steht aber dann auch immer dabei. Wir müssen also mal gucken, ob wir da drin den Hotspot finden. Über 1000 Mikromol. Ich wage es jetzt zu bezweifeln, aber an sich sollte er existieren. Und in den Ecken werdet ihr weniger haben. Zeige ich euch gleich mit ein paar Meter. So, ich bin jetzt hier vor unserem 1,20x60er Homebox-Zelt. Und ich habe mir diese Plagron, die kleinen Flaschen, so dahingestellt, dass sie wahrscheinlich 30 cm. Kriege ich das jetzt gefilmt? Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann auch den hier machen, oder? Komm, liebe Kamera, unterstütze mich mal ein bisschen. So. Ein DIN A4-Blatt hat 29,7 cm Höhe. Das sieht also relativ gut aus hier. Wenn ihr mal 30 cm messen müsst, aber kein Lineal dabei habt, dann nehme ich hier unser paar Meter. Das wird mir jetzt irgendein DLI angeben, genau. Und jetzt gibt es mir einen Wert. Das heißt also, wir sind jetzt hier relativ mittig, direkt unter einem von diesen, von den Leuchtelementen und haben dort einen Wert von 850. Nehmen wir nochmal einen ganz in der Mitte und wir haben hier einen Wert von 905 Mikromol. Das ist jetzt natürlich ein bisschen wild, also die Zelttür ist halt offen, deswegen geht hier schon mal eine ganze Menge Licht verloren, die sonst reflektiert werden würde, aber ihr versteht das Prinzip. Wenn ich jetzt hier in die Ecke gehe, gehen wir mal ganz vorne in die Ecke, wo ganz viel Licht verloren geht, dann haben wir hier einen Wert von 520 Mikromol pro Sekunde. Und da hinten in der Ecke, wo dann noch ein bisschen mit reflektiert wird, hätten wir jetzt den Wert 620. Und das meine ich eben mit diesem, was ihr da errechnet, ist nur ein Durchschnittswert über die gesamte Fläche. In den Hotspots werdet ihr drüber sein und in den Darkspots, in den Ecken, werdet ihr drunter sein. Weiter geht's mit Max auf der Couch. Das liegt daran, dass eben das Licht sich nicht perfekt gleichmäßig verteilt, sondern dass ihr halt gewisse Hotspots habt und man nicht. Und diese Hotspots und man nicht sind halt nicht in dieser Rechnung mit einbezogen. Wenn ihr sowas haben wollt, könnt ihr euch bei Sunlight zum Beispiel nachfragen, die machen euch eine Simulation. Oder gibt es auch also diese PPFD-Plots, gibt es auch von anderen Leuchten. Müsst ihr ein bisschen suchen. Diese Rechnereien sind also immer nur für das Grobe über den Daumen gepeilt als Durchschnittswert für die Fläche. Aber damit schon mal ein guter Anfang. Wir empfehlen immer irgendwie so ein PPFD von 800, das wäre so die strommäßige Effizienz, Preis-Leistungs-Optimum unserer Meinung nach. Das bedeutet, ihr holt damit ein sehr, 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 sehr gutes Ergebnis raus und seid dabei immer noch relativ sparsam. Natürlich würdet ihr mehr rausholen, wenn ihr jetzt beispielsweise 1000 Mikromol auf eure Pflanzen brettert, aber eben nicht diese 15% mehr Ertrag als das Licht, als 15% mehr Licht. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Ich glaube nicht. Sagen wir, ihr holt mit 800 Mikromol pro Sekunde pro Quadratmeter 100 Gramm raus, nur als Beispiel. Dann werdet ihr mit 15% mehr Licht, also mit 1000 Mikromol, nicht 15% mehr Ertrag, also 115 Gramm rausholen, sondern ein bisschen weniger, vielleicht 107 Gramm, 110 Gramm, weiß ich nicht genau, ist unterschiedlich. Also da hinten wird es einfach ein bisschen ineffizienter. Das kann natürlich jetzt jeder für sich individuell entscheiden, ob es ihm das wert ist. Wir sagen einfach nur 300 Watt pro Quadratmeter, damit kommst du immer so in diesen Bereich Pi mal Daumen von 700, 800 Mikromol. Das ist Strom, Preis-Leistungs-Optimum. So, das jetzt also schon mal die ganz großen, wichtigen Kennzahlen zum Thema PPF, PPFD.
Dann gibt es noch die PPE, den PPE. Das ist der Photosynthetical Photon Flush Efficiency, also Effizienz. Das ist quasi die Angabe, wie viel Licht eure Leuchte produzieren kann im Bereich des Paarspektrums, bei welchem Stromeinsatz. Also wie sparsam ist eure Leuchte im Prinzip. Wie viel Energie geht rein und wie viel kommt nachher als Licht wieder raus. Je höher dieser Wert ist, desto mehr Licht erzeugt eure Leuchte bei gleichem Stromeinsatz. Auf Deutsch bedeutet das, ihr könnt den PPF teilen durch den Stromverbrauch eurer Leuchte. Nehmen wir da das Bloomstar Flux Shield Habibi 150 Vollspektrum. Ist ab jetzt übrigens wieder verfügbar. Zum Zeitpunkt des Drehs dieses Videos habe ich die Info gekriegt, sind einige Stück wieder auf Lager. Dieses Vollspektrum-Board hat 150 Mikromol pro Sekunde, soweit ich weiß. So, diese 150 Mikromol pro Sekunde erzeugt dieses Gerät bei einem Gesamtstromverbrauch von 54 Watt. Bei den 54 Watt ist das Netzteil, das hat auch immer so ein bisschen Stromverbrauch mit drin. Das bedeutet, dass also eure Leuchte 150 Mikromol pro Sekunde geteilt durch 54 Joule pro Sekunde, weil ein Watt sind Joule pro Sekunde, dann kürzen sich die Sekunden weg. Ne? Ihr kennt das, Bruchrechnung in der Schule war super. Da kommt dann also ein Wert raus von 2,8 Mikromol pro Joule. Wichtig. Und das ist die Einheit für die, im Prinzip die Effizienz der Leuchte. Bei Sunlight ist das gleiche Prinzip. Da hat dieses Evo 4 120 einen Stromverbrauch von 265 Watt, beziehungsweise 265 dann Joule pro Sekunde. Den PPF haben wir vorhin schon angesprochen von 725 Mikromol pro Sekunde. Da kommt dann also ein Wert raus von 2,73 Mikromol pro Joule. Bei der Lumatec Attis haben wir 696 Mikromol pro Joule und Mikromol pro Sekunde und 2,32 Mikromol pro Joule wegen 300 Watt Stromverbrauch. Und das ist auch genau das, was Sie auf der Webseite schreiben. Also Sie schreiben da, glaube ich, 2,3 Mikromol pro Joule, die letzten 0,02 haben sie dann gerundet. Das also die Werte dazu. Dann nur noch eine letzte Anmerkung, wir sind gleich fertig. Diese ganzen Werte, solange es PPFD oder PPE oder PPF heißt, dann ist es wichtig, das bezieht sich immer auf die photosynthetisch aktive Strahlung. Der PPE ist der photosynthetische Photonflusseffizienz. Bedeutet also, es bezieht sich immer ausschließlich auf den Wellenlängenbereich 400 bis 700 Nanometer. Immer wenn da PP steht, ist es photosynthetischer Photonenfluss. Also nur 400 bis 700 Nanometer. Keine anderen Wellenlängen im Licht. Kein UV, kein Infrared. Bitte merken. Gut, dann drehe ich jetzt noch meinen Take im Zelt, damit ich euch das zeigen kann, wie die Werte da aussehen. Und dann danke ich schon mal recht herzlich für die Aufmerksamkeit und dass ihr euch auch dieses Video bis zum Ende angeschaut habt. Wir sehen uns auch irgendwann wieder. Ich weiß nicht, welches Video als nächstes veröffentlicht ist. Das weiß primär eigentlich nur Marcel und der ist ja gerade im Urlaub. Deswegen bleibt gespannt, es kommt auf jeden Fall ein Video. Schreibt mir mal eure Kommentare in die Kommentare. Deutsch kann ich. Eure Meinung dazu in die Kommentare und was ihr dazu von haltet, wie ihr bisher gegärtnet habt. Habt ihr das überhaupt bisher jemals berechnet und so weiter und so fort. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Schaut bei uns auf der Startseite nach für die aktuellsten Informationen. Liefersituation sieht aktuell wieder sehr Premium aus. Also es kann sein, dass wir wieder innerhalb von 2 bis 3 Werktagen versenden können. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin und tschüss.